Hey Leute, Post-Production Sefi hier am Start und bevor wir in die heutige Folge reingehen, muss ich euch eine kleine Beichte ablegen. Und zwar, ihr seht, ich bin im anderen Teil meines Studios, nicht da, wo wir für gewöhnlich sitzen, für die Naslok, und mir ist ein Riesenmalheur passiert. Und zwar habe ich für die gesamte nächste Session, dessen Folgenanzahl ich, by the way, nicht spoilern möchte, aus offensichtlichen Gründen, nur meine Facecam aufgenommen. Ich habe massiv verkackt, ich habe irgendwelche Einstellungen geändert, weil ich hier sitzen wollte heute und ein paar Gags einfügen wollte und so weiter mit meinem Mischpult und habe in OBS einige Einstellungen geändert deswegen und ja, habe nur meine Facecam aufgenommen. Was natürlich super doof ist. Aber hey, wisst ihr, was noch doofer ist? Der Fakt, dass mir in dieser Session mehrfach das Spiel abgeschmiert ist, beziehungsweise meine Switch 3, weil mein Schlappohr mit seiner Mogelhieb- und Rückkehr-Kombo irgendwie jedes Mal das Spiel ausslappt. Ich weiß nicht, was es ist mit meinem Schlappohr, aber das Ding ist irgendwie zu stark für das Gerät hier, was ich habe. Weshalb ich ausgerechnet in der heutigen Session mehrfach gespeichert habe, weil ich nicht jedes Mal den Spielfortschritt komplett nachspielen wollte. Ich war am Aufnehmen und so nach einer Viertelstunde hat Schlappohr einfach mein Spiel ausgeslappt. Also habe ich während der Session mehrfach gespeichert, damit ich eben nicht immer alles nachspielen muss, sondern nur einen kleinen Teil. Was bedeutet, dass ich meinen alten Spielstand nicht mehr habe? Ultimately bedeutet das, ich habe jetzt die gesamte Session nur meine Facecam aufgenommen, aber ich habe das Spiel gespeichert, so dass ich das, was ich gespielt habe, nicht mehr nachholen kann. Ich kann euch nichts zeigen. So, dementsprechend habe ich jetzt das so gelöst. Ich habe mehrere Aufrufe gemacht auf Social Media, ob jemand von euch einen ähnlichen Spielstand hat. Da haben sich dann ein paar Leute gemeldet. Kuss geht nochmal an der Stelle raus an Metze, der einen ähnlichen Spielstand hatte und das Ganze so ein bisschen nachgespielt hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eben war, der hat mir dann den Spielstand geschickt und dank Metze kann ich jetzt wenigstens visuell das Ganze nochmal nachspielen. Also, jetzt müsst ihr gut aufpassen. Die Facecam-Aufnahme von mir ist original. Das ist die Originalaufnahme von dem Tag. Auch der Ingame-Sound ist der originale von dem Tag. Das Einzige, was in Post-Production dazu eingefügt wurde im Nachhinein, ist das Visuelle. Das Video bzw. das Gameplay. Einfach damit ihr mehr als eine fucking Facecam habt für die Session, right? Damit ihr seht, was wir gerade am tun sind und so weiter. Jetzt habe ich also diesen Spielstand von Metze bekommen, habe versucht, parallel zu meiner Aufnahme, das, was ich gespielt habe, einfach wieder nachzuspielen. Ich habe mein Originalteam wieder eingefügt und. Und habe auch versucht, genau die gleichen Plays zu machen und mich timingmäßig genau an das zu halten, was wir machen. Nur, wie ihr bestimmt schon euch vorstellen könnt, Pokémon ist a bitch und die Hacks sind ja von Tag zu Tag anders. An dem einen Tag, wo ich das aufgenommen habe, habe ich relativ hacksfrei, mit Ausnahme von einem Crit, der sehr gemeldet hat in der Folge, das Ganze hier gespielt. Beim Nachaufnehmen, ja, habe ich, ich glaube, 3 von 4 Mal die Steinkante gemisst oder so. Ich wurde mehrfach gekrittet. Manchmal haben Trainer ganz andere Moves gemacht, beziehungsweise haben Pokémon ausgewechselt oder ganz anders gespielt, wie sie eigentlich gespielt haben. Also entschuldigt bitte. Auch in Mehrfachkämpfen ist es natürlich noch komplexer, weil da 4 Pokémon immer auf dem Feld sind. Entschuldigt bitte, wenn ich nicht 1:1 Spielzug genauso nachstellen konnte, wie es im Original war. Basically in der heutigen Folge war es wieder richtig, richtig knapp und einmal hatten wir sehr, sehr großes Pech, aber ja, ich hoffe, ihr könnt euch ungefähr mit dem Material, was wir hier haben, vorstellen, was passiert ist. Keine Sorge, das wird nicht allzu lange so sein, aber ein Stück weit haben wir leider jetzt das Ganze in der Nachbearbeitung machen müssen, einfach damit ihr nicht mega coole Gespräche oder mega wichtige und interessante Cutscenes, die eben in diesem Spiel existieren, die nur in diesem Spiel auch existieren, irgendwie verpasst oder so. Ne?
Ja, verzeiht mir, das ist einfach nur, ich habe einfach nur krass verkackt. Und solche Dinge passieren alle paar Jahre mal wieder, dass man irgendeine dumme Einstellung, einen Haken nicht rausnimmt und dann hat man einfach Videomaterial verschissen. Aber wie gesagt, ich wollte das Ganze auch nicht irgendwie jetzt einfach unter den Teppich kehren und einfach nachspielen, weil am Ende des Tages ist es ein Nuzlocke und ich habe Pokémon in der Session verloren. Und wenn ich das jetzt einfach nachspielen würde, dann wäre es nicht mehr blind und auch nicht mehr transparent und ehrlich, right? Dementsprechend, behalten wir das so, wie es jetzt ist und die Pokémon, die gestorben sind, sind gestorben und ich habe mich dagegen entschieden, einfach die ganze Session nicht blind nachzuspielen. Okay? Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß. Genau deswegen wollte ich die Session behalten, weil sie so spaßig war, weil sie so witzig war und weil ich euch zeigen möchte, was ich mir da wieder aus dem Arsch gezogen habe an Story und so. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß, sorry für das Gelaber, mit der Folge. Willkommen zurück zu Luminescent Platinum. Heute geht's, glaube ich, einem Bosskampf entgegen. Wir werden uns ins Team Galactic Gebäude schleichen und, naja, ich glaube, es kommt zu einem Vorstandskampf oder so. Wir werden sehen in der heutigen Folge, doch bevor wir rein jumpen, möchte ich noch ganz kurz die Abstimmungsergebnisse mit euch teilen, betreffend Fianontor, Keifel und Sneebel. Die absolute Mehrheit von euch hat sich dafür ausgesprochen, dass wir Sneebel boxen in die Todesbox und falls wir es dann brauchen, Marmutel und Fianontor verwenden. So viel dazu. Dann habe ich aber auch noch eine Frage bekommen, die ich gerne an der Stelle mal beantworten wollen würde. Aus den Kommentaren vom lieben Tomoft. Und zwar ging die Frage wie folgt. Wie hast du die Fähigkeitskapseln bekommen, Sefi? Cheatcode? Also, ihr wisst ja, um 100% transparent und ehrlich mit euch zu sein, ich benutze PK... Ernsthaft? Als wirklich richtig zu spielen, cheatest du die Fähigkeitskapseln, also sorry, nee, aber nenn dich nie wieder Pokémon-Profil. Wen du dir jedes Mal alles ercheatest, den damit kann jeder sich als Profi hinstellen. Tag und Nacht habe ich im Untergrund Herzschuppen und alle möglichen Dinge gefarmt, um diesen Playthrough so legal und legit wie möglich zu halten. Okay, Freunde, wir gehen ab ins Galactic-Gebäude. Wir wissen ja mittlerweile, wie wir uns Shitstorms vom Hals halten. Das haben wir ja sehr gut gelernt in diesem Let's Play hier. Ne? Wir haben trainiert zusammen mit den anderen beiden und wissen jetzt, auf was es ankommt. Ness, YouTube-Vibe, Iggy Torte, Miktek, Yuki, Uzumaki oder Uzumaki und Grimjaw sind nach wie vor unser Team. Und wir nehmen hier einen Doppelkampf mit. Es ist wieder eine Woche her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich muss mich gerade ein bisschen reinfühlen in unser Team und gerade in die Storyline. Ich weiß nur noch, dass wir auf der Suche nach Greta Thunberg waren, weil die irgendwie im Kerker eingesperrt wurde, hier im Galactic-Gebäude. Jetzt fangen die sich schon an, gegenseitig einzusperren, Alter. So, okay, Golbat kann Konzentrator haben, deswegen gehen wir einfach straight auf Return. Und auf Stone Edge, denn die Dinger kann man oft nicht flinchen. Woher ich das weiß? Tja, in PokéRogue habe ich gerade einen Endless Run. Oh mein Gott, der Dude kann Brave Bird. Auf Level 53 kann der junge Brave Bird. Ja, woher ich das weiß, ich spiele gerade im PokéRogue mit einem Stalobor den Endless Run und meine Strategie ist es, mit der Mehrfachlinse und dem Kingstein alles zu Tode zu flinchen und das funktioniert bei Golbat irgendwie nie. Oh, das
das war wieder viel zu knapp, Digga. Eieieiei. Okay. Wir könnten jetzt hier drin bleiben und Drain Punch drücken, aber ein Tiefschlag würde uns halt schon aus dem Leben zünden. An dem Punkt. Dementsprechend gehen wir zu Grimjaw und hier gehen wir auf den Stone Edge. Alter. Ja, da kommt der Play Rough. Der wäre... Oh boy. Was ist... Die Session heute geht schon wieder gut los, ey. Goddammit. Na gut. Nope, wir wollen kein Dream Eater lernen. Danke. Das Ding ist Mydina. Oh, er hat noch Kackturn. Okay, egal. Wir bleiben hier drin. Wir bleiben an der Stelle drin und gehen auf Sludge Bomb. Und... Stone Edge Mydina. Gut, das Ding muss tot sein. Cool, danke. Life Orb und Dingens. Wir kriegen keinen Schaden. Und ich glaube nicht, dass Mydina uns töten kann. Boah, okay. Er nimmt aber auch mehr, ha? Ja gut, Bedroher. Darf man nicht vergessen. Boah, Digga. Es wird schon wieder crazy hier. Okay. Earth Power und Dragon Dance. Genau vor diesem Tiefschlag hatte ich Angst. Aber ich dachte irgendwie nicht mehr, dass er Tiefschlag hat. Nachdem er nicht drauf gedrückt hat. Oh mein Gott, ey. In einem Kampf gegen die beiden Dullis erstmal fast zwei Pokémon verloren, ha? Na gut. Wir gehen raus, weil der Bruder kann auch Tiefschlag. Und hier gehen wir auf einen Crunch. Ja, jetzt sind wir halt nur neutral, ne? Wegen Bedroher, aber das ist okay. Ja, die Steinkarte hätte gereicht, aber maybe hätten wir verfehlt. So, da kommt die Psychokinese. Gar kein Stress. Alright, alright, alright. Oh, yeah. Okay, Bullet Punch und Crunch. Das sollte aber reichen. Wunderbar! Huh. Ich werde dir nie erzählen, wo wir die Tomatendosen her haben, die wir der Mona Lisa angeworfen haben. So, ich will nicht unbedingt hier weitergehen, aber ich bin gleichzeitig zu faul. Da, komm, da sind Betten. Komm ich da hin, bitte? Fuck. Ich würde gerne da heilen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Ich verwende einfach meine Potions. Das war einfach wieder viel zu knapp. Das war einfach wieder zu knapp, mein Freund. Aha. Komme ich irgendwie noch zu den Betten? Gut, hier kommen wir zum Item. Max Revive. Okay, das war absolut nicht worth diese 20 Sekunden. Ha, ich bin, boah, weiß ich nicht, ey. Wir hätten gerade fast kassiert, ne? Das ist immer ein schlechtes Zeichen für eine Session. Ich habe gar keinen Bock, jetzt irgendwelche Bosskämpfe zu machen. Aber, ey. Es ist, was es ist. So, der Bruder guckt sich die Nachrichten an. Ja, sehr gut. Okay. Puh. Alright. Weitere Doppelkämpfe. Na gut. Dann versuche ich an der Stelle mal... Vielleicht einen besseren Lead zu holen.
Das, wo wir als nächstes protestieren, geht dich gar nichts an. Okay. Ich könnte Mack fake outen, weil Mack hat actually ganz gute Spedef-Werte. Deswegen glaube ich nicht, dass eine Earth Power reicht, aber gegen Skuntank reicht es auf jeden Fall. Skuntank nehmen wir direkt raus und jetzt flinchen wir den Bruder, der in der nächsten Runde aber wiederum tot ist. So, Dustdogs, okay. Dann returnen wir Mack und der wird sterble und gehen auf Flamethrower auf Dustdog. Oh, mein 3DS ist abgestürzt. Ich meine natürlich, meine Switch ist abgestürzt. So, Freunde, kann es irgendwie sein, dass Ness aus irgendeinem Grund den Scheiß aus den Viechern hier raussmackt und gleichzeitig aber auch gleich die Switch ausklatscht? War das nicht letztes Mal auch schon Ness? Ich kann mich nur noch an den Hasen mit seinem Gigaslap erinnern. Es ist irgendwie ein bisschen verdächtig. Mehr will ich gar nicht sagen, okay? Ich will nur sagen, es ist kein Dasas, Alter. Ich glaube wirklich, dass Ness einfach zu stark für dieses DLC hier ist. So, Arbok hat natürlich wieder den Bedroher. Gib mir richtig auf den Sack wieder. Bö. Okay, und das Ding links hat eine Vierfachschwäche gegen Feuer. Na gut. Aha, Sucker Punch. Boom! Alter, ohne den Bedroher wäre es halt fast wieder ein One-Shot geworden, ne? Na gut, ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt waren. Das ist ja auch wurscht, Alter. Auf jeden Fall habe ich jetzt das Ganze wieder nachgespielt, ohne den Top-Beleber zu holen, weil der juckt nicht. Ja. Wisst ihr, was das Witzige ist? Ich habe ja ein Späßle gemacht mit der Mona Lisa gerade. Ich schalte... Ne, während ich nachgespielt habe, habe ich einfach, weil... ist halt langweilig, einfach, ne, hier nachzuspielen, ne. Habe ich kurz mal Instagram gecheckt. Kein Joke. Nachricht vor 48 Minuten. Oh, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. TierschutzaktivistInnen überklebt Porträt von König Charles. Keine 48 Minuten her. Die Thematiken in unseren Let's Plays, Leute, sind einfach immer top aktuell. Wir sind immer einfach unserer Zeit voraus. Fand ich witzig. Wollte ich mit euch teilen. So, okay. Wo müssen wir lang? Right, hier ist noch das Item. Oh, Protein. Protein ist immer gut. Protein nehme ich immer. So. Aber scheinbar ist das der richtige Weg. Oder kam ich daher? Nee, okay, alles gut. Das ist der Weg. Oh, fuck. Es ist ein Cyrus-Boss-Kampf. Boah, Digga, weiß ich nicht. Boah, weiß ich nicht, Junge. Okay. Tatsächlich ist das Team ganz gut gegen Cyrus. Ist okay. Also, ne, wir haben was gegen X-Bart, wir haben was gegen Snibunna.
Und die anderen Pokémon erinnere ich mich schon wieder nicht mehr. War das nicht ein Arcani auch? Okay, gegen den haben wir YouTube-Vibe, maybe. Wir werden sehen. Wir leaden mit irgendwas mit Mogelhieb und dann killen wir ein erstes Mon. Dann wird wahrscheinlich Arcani kommen und dann bin ich geforst zu switchen. Es ist, wie es ist. Aha, ich sehe. Du bist mir bis in meinen Turm gefolgt. Du kleine Nervensäge. Weißt du eigentlich, dass ich dich dafür anzeigen kann? Das ist Hausfriedensbruch. Ich habe 42 Millionen für diesen Turm hier gezahlt. Und meine Rakete draußen ist auch schon ready. Ich habe dir von meinen Plänen erzählt. Anders als den anderen. Ich habe ihnen nur einen groben Leitfaden gegeben. Und der Grund, warum die so alle ausrasten und alle komplett bescheuert sind, ist, weil die keine Ahnung haben von wirklichem Fortschritt. Die besprühen, bemalen irgendwelche komischen Bilder und labern irgendwas von Umwelt. Aber sie haben nicht die Vision wie ich. Sie sind sich nicht so weitsichtig und vor allem nicht so verdammt reich. Ich möchte die Galaxie zu unserem Gunsten nutzen und die Energie von der Sonne holen. Dann haben wir nämlich nie wieder Probleme hier auf der Erde und können diesen Drecksplanet ihrem Schicksal überlassen. Die Erde muss, die Menschheit muss die Erde überdauern. Ah! Alles klar. Und er leadet sogar mit Crobat. Boah! Ja. Konzentrator. Habe ich Bock rauszufinden, ob der Bruder einen Konzentrator hat? Ich glaube nicht. Again. Mit Sheets wäre das so viel angenehmer. Wir gehen auf Miktek. Miktek dürfte den Sturzflug nehmen. Miktek immunisiert alle Geist, Poison-Attacken. So, da kommt Brave Bird. Okay. Boah, ey, Digga. Hat so krassen Schaden. Gut, wechselt er raus oder bleibt er drin? Ich gehe mal auf den Zen Headbutt. Er bleibt drin. Okay. Ja, macht trotzdem massiven Schaden mit Crobat. Bitte trifft, danke. So. Cyrus Musk, guck meinen Metagross nicht an. Der ist kein Ersatzteil für eine deiner Raketen. Oh, Houndoom. Okay, Houndoom ist ein gemeines Vieh, aber gegen Houndoom haben wir das perfekte Pokémon. Und das ist Iggy Torte. So. Puh, das macht wieder so viel Schaden. Okay, das war Life Orb. Er wechselt halt nicht, ne? Er könnte theoretisch zu Arcani oder so, aber ich gehe einfach auf den Drain Punch. Der Bruder hat eine Sludge Bomb mit Life Orb. Oh. Oh. Der Dreckige. Yo. Ey. Ich hatte die Wahl zwischen YouTube Vibe und Iggy Torte. Aber ich dachte mir so, ey, Iggy Torte Elise. Und dann hat er eine Matschbombe, was er gar nicht haben kann im rechten Spiel. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ah ja, Magnezone. Ah, oh, das ist... Okay, das ist in Ordnung. Geh bitte auf einen Elektromove. Hat er Luftballon gehabt? Haben wir irgendwas gesehen? Thunder. Okay, ich gehe auf Earth Power und er hat Levitate. Und das ist unfassbar schlecht. Okay, kann der Flamethrower bitte reichen? Wait a minute. Wait a minute. Also, das Ding ist folgendes. Flammenwurf ist eine sehr effektive Attacke, die geboostet wird durch Hohe Gewalt und Life Orb. Und wir outspeeden. Aber will ich das Risiko eingehen, dass der Flammenwurf nicht reicht und ich dann einfach verrecke? Irgendwie ja nicht. Dementsprechend gehen wir zu Ness und drücken auf den Drain Punch.
So, das würde auch die Hälfte machen. Aber mit dem Drain Punch können wir... ein bisschen was rausholen. So, der Drain Punch wurde resistiert, aber wir haben den Kampftypen und mit der Adaptability wird der Drain Punch geboostet. Und wir haben das Muskelband. Das muss reichen. Kein Fokusgurt mehr und Levitate oder was auch immer. Sehr gut. Ja, ich hätte von Anfang an für den Flamethrower gehen sollen, aber ich dachte, ey, vielleicht geht er zu Arcani oder irgendwas. Er wechselt halt hier nicht, ne? Irgendwie wechseln die nicht. Ich bin irgendwie noch gebrandmarkt von Poké Rogue, weil da wechseln die so viel. Oh boy, okay. Ja, jetzt haben wir nochmal ein Pokémon, was... Oh shit, kann Kramchef Kraftkoloss? Es könnte sein, dass der Kraftkoloss kann, ha? So, da kommt auf jeden Fall ein Brave Bird. Und das nehmen wir. Der Recoil kommt. Der Sandsturm macht Schaden und wir kriegen Leben. Oh, er hat auch Überreste. Okay. Sehr gut, okay. Wie viele Pokémon hat er noch? 3. Gehe ich auf einen Dragon Dance? Oder gehe ich auf eine... Ich gehe auf einen Dragon Dance. Drill Run. Oh mein Gott. Okay, das war ein Crit. Oh, das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Und jetzt kann er tief schlagen. Jetzt kann er leider tief schlagen. Fuck. Oh nein, durch den Crit sind wir jetzt in Tiefschlag-Range, ha? Huh? Ich meine, Tiefschlag wird resistiert, aber... Wir müssen outspeeden, Alter. Okay, wir outspeeden und treffen, Gott sei Dank. Oh! Fast unser Despotar verloren. Digga, in der heutigen Folge ist mir wieder alles zu knapp. Was? Nee, kein Earthquake, Bro. Zum Glück hat er die Steinkante getroffen. Raticate. Boah, du bist schnell. Aber bist du schneller? 94. Boah, er ist safe schneller. Hat er eine Kampfattacke oder so? Wenn er eine Kampfattacke hat, dann kann ich auch nichts reinwechseln. Außer Yuki, aber wenn er nochmal... Wow, okay, Leute. Okay. Radikal kann Knirscher, kann Flammenrad, kann Fassade. All so ein Kram. Ich weiß nicht, ob der Bruder eine Kampfattacke hat in diesem DLC. Eigentlich nicht. Und eigentlich müssen wir ihn umbringen. Reicht ein Crunch auf plus 1? Ich hoffe. Jute. Well. U-Turn habe ich nicht erwartet. Ich gehe auf Fake Out. Digga, und das reicht fast. Okay, es war ein Crit. Sandsturm ist weg. Wir Quick Attacken. Wir gehen keine Risiken ein, dass der Junge schneller ist. Das ist schon sehr bitter. Das ist schon sehr bitter. Bin ich ehrlich mit euch. Oh mein Gott, er outspeedet. Wie outspeedet er uns? Wow. Oh, okay, ey, wir
Wir haben Cyrus besiegt. Let's go! Wir haben unser Despotar verloren. Unser letztes Wetter-Pokémon, aber immerhin haben wir Cyrus besiegt, Alter. Oh, Digga. Du verstehst einfach meine Mission nicht. Ach, du bist genauso ein einfältiger Einfallspinsel wie die ganzen unnötigen Reichen und Politiker. Deswegen habe ich meine Organisation gegründet. Ich habe keinem davon den wahren Plan erzählt, aber die haben alle die richtige Einstellung, das richtige Mindset, musst du verstehen. Ich muss sie nur noch ein bisschen gefügig machen und ihnen ein bisschen besser die Idee von der Riesenrakete verkaufen. Weil, du verstehst, Raketen sind nicht unbedingt umweltfreundlich und die Idee, dass wir den Planeten Erde einfach zurücklassen, geht irgendwie gegen alles, wofür wir gerade kämpfen, aber es ist halt die nachhaltigste Lösung, okay? Die Leute verstehen es einfach nur noch nicht. Sie sind einfach noch nicht so weit, okay? Unsere Population, unsere Gesellschaft ist noch nicht bereit für mich um eine Lösung. Aber hier, nimm da, was auch immer ich dir gerade gegeben habe, Alter, und verpiss dich aus meinem Turm, bevor ich dich entfernen lasse von Security. Ja, das ist halt nicht ansatzweise der letzte Kampf gegen Cyrus, ne? Das sind so die Vorgeplänkelkämpfe. Boah, ich ärgere mich wieder, ne? Ich ärgere mich halt wieder. Das Ding ist, guck mal. Yuki wäre der perfekte... Nee. Kehrtwende wäre halt neutral gewesen, ne? Und hätte auch Half-Life gemacht. Und dann gegen Snibuna wären wir auch in einer sehr scheiß Position gewesen. Hätten wir irgendwas switchen müssen, so. Maybe zu Ness hätten wir rauswechseln können. Aber ey, wenn der Dude für Double Edge gegangen wäre, oder für Knirscher oder whatever, oder für einen Kampfmove, von dem ich nichts weiß, dann wäre Ness und dann wäre Ness eh auch kaputt gegangen und Mick hätte auch keinen Knirscher genommen, Iggy und Grimjaw kein Double Edge, der sowieso keine zwei Double Edges. Also so oder so, der Crit gegen YouTube Vibe hat leider massiv gemattert, denn mit dem Crit waren wir leider einfach in einer Range, wo wir haben Risiken eingehen müssen und die Kehrtwende hat uns einfach gekillt. Und das ist super sad. Aber ey, was will man tun? So. Ach so, ja. Perfekt. Ich muss ja noch, ne? Genau. Weil wir ja das Spiel ausgeslappt haben. Zack. Okay. Fuck. Ja, wir haben zwei Sonnen- und ein Sandsturm-Pokémon weggeböllert. Und das ist echt nicht gut. Weil jetzt haben wir nicht mehr wirklich was. Mein Fehler, den ich definitiv gemacht habe, war mit Grimjaw nicht direkt auf den Flamethrower zu gehen. Aber wir haben es mit Ness relativ gut wieder zurückgeholt. Von daher, ja, vielleicht hätten wir mit Grimjaw gegen Radikal mehr Chancen gehabt und dann dadurch unser Dingens nicht verloren. Also es war irgendwo ein bisschen selbstverschuldet, aber es war definitiv auch dem Crit zu verdanken. Naja, wir wollen nicht weiter unsere Gedanken dafür verschwenden. Hätte Fahrradkette, Freunde, sagt man so schön. In Germanistan. Wir sollten uns mehr fragen, was wir jetzt in unser Team nehmen. Wir haben ein Unlichtstein-Pokémon mit Wetterfähigkeit verloren. Aerodactyl ist ein sehr, sehr schnelles Stein-Pokémon, was auch Unlichtattacken kann, unter anderem. Hat er achtlos in diesem Spiel? Achtlos wäre actually krass mit Dingens, mit Sturzflug und so. Aber ja, uns fehlt halt wirklich ein Wetter-Pokémon. Wenn wir nur... Wir wissen, die stärksten und OP-sten Arenen waren immer die Wetter-Arenen. Und ich gehe super stark davon aus, dass wir in der Top 4 spätestens wieder Wetter haben werden. Dementsprechend, ja. Beast Unicorn könnten wir zurückholen. Zumindest für den Moment. Beast Unicorn wäre nämlich in dem Kampf auch ziemlich gut gewesen. Aber na gut. Ey, alles in allem trotzdem solide. Trotzdem ziemlich fucking solide. Sind wir noch nicht fertig hier? Oh. Ah,
Oh, fuck. Oh, shoot. Oh, oh, damn. Okay. Tja, die beiden müssen wir, glaube ich, auch noch besiegen, ne? Den einen Kollegen. Oh boy, okay. Tja, Freunde, da wisst ihr ja schon, auf was ihr euch freuen könnt in der nächsten Folge. Lasst ein Däumchen da, wenn ich euch vielleicht ein Lächeln habe auf die Lippen zaubern können. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schmatzer, euer Sefi.